Und ich sage nochmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Mount & Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem mächtigen Rurik von den Rurikiden. Und wir haben gerade im letzten Teil zwei Sachen gemacht, die nicht ganz unwichtig waren. Und so als erstes müssen wir mal nach Chaikant, denn dort gibt es einen sehr guten Mediziner, den wir holen wollen. Andererseits haben wir noch zwei andere Sachen gemacht. Und zwar hier in der Stadt ist unser Bruder gerade unterwegs, der Nosson. Und den haben wir geskillt. Der hatte diverse Skillpunkte und ja, die haben wir jetzt ausgegeben. Das hat etwas länger gedauert. Wir haben ein Turnier gewonnen und ein Schwert bekommen dabei. Und dieses Schwert wollen wir auch gerne mal im Kampf ausprobieren. Ich habe noch keine Glaive gekauft, weil ich gedacht habe, ha, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Und wir haben einen Haufen Esel hier bekommen. Die, also Baltar Kant habe ich mir nochmal gemerkt, weil hier hat man sehr günstige Viehpreise und das könnte für uns interessant sein. Wir laufen jetzt erstmal nach Marquette weiter. Und wir haben viele berittene Truppen mittlerweile auch nochmal angeheuert. Also das ist eigentlich alles bisher sehr gut gelaufen. Und guck mal, das ist der Mondschuk. Wir laufen mal weiter nach Marquette und gucken mal erstmal, wer war denn das hier in der Taverne? Das ist diese hier, ne? Die könnten wir zu einem Steward machen, ne? Die war das, genau, ne? Die Check the Swift, die könnte man dazu machen. Da weiß ich aber noch nicht, ob wir das machen wollen. Wir gehen erstmal auf den Handel. Die Eselchen sind hier nochmal ein bisschen teurer. Aber wir haben vorhin einen Haufen Discount-Esel gekauft, aber das ist jetzt gar nicht mal so wahnsinnig wichtig. Schauen nochmal hier. Hier gibt es eine lange Glaive, ne? Das wären so Waffen, die später nochmal, oder reguläre Glaive, ne? Die wären auch nicht uninteressant, aber wir sind da noch ein bisschen zurückhaltend. So, also als erstes laufen wir nach Chaikant und holen uns jetzt erstmal den Arzt. Den brauchen wir auch einfach. Irgendwie. Ah, guck mal da hier. Die findet uns auf einmal cool, okay. Also wie gesagt, ne, da müssen wir was tun. Hier gibt es übrigens auch ein Turnier. Und wir gehen jetzt erstmal in die Taverne. Und wo ist er noch hier? Da ist er. Tharos, the Surgeon. Wir wollen mit ihm mal reden. Ich grüße dich, mein Name ist Rurik. Erzähl mir mal was von dir. Ja, die Erinnerungsschmerz. Ne? Okay, also er ist ein Surgeon, ne, also eigentlich ein Chirurg, sagen wir mal ein Medikus oder so in der Zeit, ne, wahrscheinlich, oder ein Feldscher wahrscheinlich eher, ne, je nachdem, also müssen wir mal von der Geschichte abhängig machen. Ah ja, genau, er war in der Imperialen Akademie in Lycaron, dann würde er wahrscheinlich eher ein Medikus, also auch eher ein Gelehrter gewesen sein. Und er hatte viele reiche und einflussreiche Patienten in der Stadt. Und er hat eigentlich gedacht, er wäre ganz gut geschützt vor Intrigen und Gefahren im Imperium. Aber dann, eines Tages, wurde er vom Büro für barbarische Affären kontaktiert. Mhm. Er kannte die nicht so gut. Und ja, die wollten Infos über seine Patienten haben. Er hat seinen Eid gebrochen. Und dann wollten die aber immer mehr und mehr haben. Und okay, und dann wollten sie, dass er einmal aus jemandem ein Geständnis herauspresst. Da hat er aber abgelehnt. Und dann haben sie ihn erpresst. Er würde dann wirtschaftlich ruiniert werden. Ne? Die würden ihn halt eben denunzieren und so weiter. Und dann, ja, hat er das getan, was sie von ihm verlangt haben. Das möchte er aber jetzt nicht nochmal im Detail erzählen. Du bist ein. Genau, und du bist ein Opfer der staatlichen Gewalt. Oder du hast dein Eid gebrochen. Ich verwundere mich, dass du tiefer gefallen bist.
Also ich hätte ablehnen sollen, sagt er. Sein Geschäft war sowieso ruiniert. Er hat Opium genommen, sagt er. Aha. Und dann hat er es sein lassen. Er ist aus der Stadt geflüchtet. Ist rumgewandert. Und jetzt sucht er eine gute Arbeit. Und wir können so jemanden wie dich gebrauchen. Für 380 bist du ein echtes Schnäppchen. Theros, the Surgeon. Willkommen im Club der langen Gesichter. Wir warten hier ein bisschen und nehmen dann an diesem Turnier teil. Später mal. Weiß ich nicht. Können wir in die Arena? Io. Da gibt es ein Lamellat zu gewinnen fürs Pferdchen. Und wir haben ein Team-Match. Also, warte mal, das ist ein... Gut. Oh, das hätte ein Treffer sein müssen. Alter. Gegen zwei Speerkämpfer wird sie wohl keine Chance haben, oder? Schade, ich dachte, ich könnte den Wurfspiel nochmal aufheben. Erledigt. Ihr dürft euch noch ein bisschen behakeln hier. Chill. Ich sag's ja. Ich kann nicht viel, aber... Okay. Aber mit diesen Wurfspießen kann ich halbwegs umgehen. Okay, wir brauchen irgendeine andere Bewaffnung. Das Pferd hier hat nur ein bisschen mehr Hitpoints. Du hast keine andere Waffe, ne? Nice. Das war mal wieder unsere, ne? Das war unsere CC. Oh, Dreck. Nix hier. Oh, Junge.
Diese Reitsäbel, ne? Triffst du damit auch was? Lol, das war kein Absichtstreffer. Alter, das war ein Glückstreffer. Ich habe einfach nur irgendwie rumgewedelt. Okay, ich kämpfe jetzt gegen Tasslur. Der war schnell. Der war echt sauschnell, der Typ. Krass, aber immerhin mal wieder was Schönes gewonnen. Zeig's mir doch mal gerade hier im Inventar. Alter, 70 wiegt das Ding. Aber immerhin... Ja, behalten wir mal, ne? Behalten wir mal. Behalten wir mal das Teil. Okay, wir brauchen vielleicht noch ein paar Truppen. Okay, vielleicht jetzt nicht unbedingt die Truppen hier. Okay, also wir haben ihn jetzt angeheuert. Da. Du brauchst irgendwie eine billige Rüstung. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich sagen, wir warten, bis wir eine ordentliche für ihn kriegen, aber ich meine, es sollte ja schon irgendwie was sein, womit er so ein bisschen geschützt ist, ne? Genau, ein Schal vielleicht noch irgendwie. Und dann jetzt irgendwie noch was. Noch was Billiges an. Gibt's hier noch irgendwas? Was ist das? Eine dicke Kleidung. Ein Kleid mit Pelz, okay. Weiß ich nicht. Nee, warte, stopp. Alter, komm, gib ihm das Zeug da. Der braucht das. Der fällt ja sonst, ne? Also ich meine, der hält ja nichts aus. Der braucht da eine dicke Rüstung. Dann lernt er auch direkt was. 03, 04, 05, 07. Bitte mach das. Was hast du? Du hast ein rostiges Eisenschwert dabei, okay? Wie wär's? Wir geben dir eine Einhand-Veteranen-Axt. Wir geben dir eine Cursor-Lance. Wir geben dir ein Midlands Palfrey und dann nimm doch diesen Lamellar einfach mit. Und dann kriegst du so ein Makeshift Kite Shield und alles andere bekommen wir nachher. Ne? Ich meine, mehr muss er dann erstmal nicht machen. Bin dann erstmal happy, so komm. Kriegst du ein bisschen was an, kriegst ein bisschen was an Ausrüstung, ist auch ganz cool. Ne? So, und dann einmal raus hier aus dem Ding. Da machen wir auch hier die Markierung aus. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Dann einmal nochmal hier runter. Vielleicht gibt es nochmal was hier bei der Stadt an Truppen zu rekrutieren. Jawohl, gibt es. Die nehmen wir auch mit. Kusetischer Fußsoldat. Okay, warum nicht? Klar. Gibt es günstige Produkte hier zu kaufen? Butter ist immer noch billig, aber lassen wir mal. So, hier unten gibt es ja noch einiges, was man tun könnte. Vielleicht gibt es hier die eine oder andere Armee, die man überfallen kann. Das könnte sich vielleicht durchaus bezahlt machen hier. Gibt es noch Truppen? Jawohl, die gibt es. Die rekrutieren wir natürlich auch sofort. Gibt es günstige Produkte? Getreide, brauchen wir da noch was? Nicht unbedingt. Butter ist ja auch sehr günstig, mal wieder. Okay, dann einmal raus hier. Dann zeig doch mal. Hier unten gibt es Getreide, das bringt uns aber nicht so viel. Städte plündern ist leider immer so eine Sache. Und Dorfbewohner angreifen, ich weiß es ja nicht. Hier gibt es ein Turnier und eine echt große Stadt. Wir wollen eigentlich nach Umbrella wieder weiter, ne? Aber hey. Wir rennen jetzt hier durchs Feindesland, ne? Das ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Aha. Ja, ich weiß nicht. Oder sollen wir hier diese Ortschaften überfallen? Lauf mal nach Mizer. Da gibt es noch ein Turnier. Können wir noch dran teilnehmen?
Was gibt's hier? Türhung. Okay. Die lebt noch. Alter, ich dachte, die wäre schon down. Die hat zwei Kopftreffer ausgehalten. Wir haben auf jeden Fall nicht mit Türhung gekämpft. Also unsere Jungs sind alle fertig, ne? Alter. Nein! Da bleibt er einfach an dem Pferd kleben. Oh ja, freut euch, ihr Lurchis, ey. Naja, gut, was willst du machen? Wir wollten ja sowieso handeln hier. Wir hätten mehr Butter kaufen sollen, ich sag's euch. Wir hätten mehr Butter kaufen sollen. Die Pferdchen sind auch wieder so billig hier, ne? Ja gut, aber wir sind halt schon... Wir haben 60 Esel mal wieder im Gepäck, ne? Ja. Verlass die Stadt und hoch nach Umbrella. Wir gucken mal, ob wir da jetzt die... ob wir da jetzt die Möglichkeit haben, unsere nächste, unseren nächsten Kollegen, unsere nächste Kollegin anzuheuern. So, und zwar geh mal zur Taverne. Wer war's? Da, Ayam, der Ingenieur. Mit ihm wollen wir auch noch sprechen. Rurik, und wie heißt du? Okay, er erzählt uns jetzt eine Geschichte, wie das Schicksal es liebt, sich über seine Intentionen, seine Absichten lustig zu machen. Sein Vater war Richter, er wollte gerne, dass er auch Richter wird, also er jetzt hier, damit er in die Fußstapfen folgen kann. Er hat studiert und... Aha, okay. Und er hat ein Talent in Medizin. So, kam es zumindest rüber. Er hatte kein Talent in Medizin und so kam es dann, dass er dann eben Ingenieur wurde. Er hat sich beim Emir in den Dienst gestellt oder wollte das und er hat ihn irgendwie ausgelacht und gesagt, er soll wiederkommen, wenn er Belagerungsgerät entwerfen kann. Und, okay, hat dann jetzt viel studiert und... Ja, eigentlich wollte er das Leben der Menschen besser machen, aber jetzt ist er Belagerungsingenieur geworden. Okay, und dann... und Belagerungsingenieure werden aber nicht wirklich regulär bezahlt. Das ist tatsächlich wirklich so gewesen. Ja, und sein Vertrag wird nur erfüllt, als erfüllt angesehen, wenn die Stadt fällt und geplündert wird. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Ja, und ich könnte so jemanden wie dich gebrauchen. Für 471 bist du, glaube ich, genau der richtige Mann. Okay, back to Town Center. Wir kaufen ihm auch noch ein kleines bisschen Ausrüstung.
Da ist er. So, und so, was hast du hier? Ja, die Waffe weiß ich nicht. Die bringt, glaube ich, nicht so viel. Gib mir mal die Axt. Dann gibt es ihm noch irgendwie ein Schild. Und dann gibst du ihm, was hat das Ding? Null Kopfschutz. Okay, dann vielleicht irgendwie so hier so einen leichten Kopfschutz. Und als Rüstung vielleicht, weiß ich nicht, hier so eine kleine Schulterplatte. Und dann 650 soll es kosten, okay. Gibst du ihm so eine leichte Lederrüstung. Hey, das passt sogar ganz cool. Für einen Ingenieur passt das irgendwie, finde ich ganz witzig. Besser als der rote Dress auf jeden Fall. Gib ihm noch so ein paar Handschuhe und einen Gaul bekommst du von uns auch. Und dann brauchst du noch einen Billo-Sattel. Oder wollen wir ihn. Was ist eigentlich aus unserem Kamel geworden? Haben wir das gegessen? Ich glaube, das haben wir gegessen, ne? Ja, keine Ahnung. Okay, weißt du was? Komm, gib unserem Gaul den coolen Sattel und du kriegst den billigen Sattel. Okay, sauber. Passt doch, ne? So. Okay, wir können hier im Turnier mitmachen. Dann machen wir das noch schnell. Oh, du, was machst denn du da? Der löscht sich jetzt auch wieder, ne? So, wo läufst du jetzt hin? Wo willst du dich jetzt weghimmeln? Da hinten? Okay. Oh shit, nein! Nein, jetzt habe ich das Pferd zu Lasagne gemacht. Eigentlich wollte ich da selber noch drauf krabbeln. Ja, cool, wir haben auch gewonnen. Alter, unser Team hat es komplett überlebt. Okay, vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Der Typ ist Toast. Lauf, 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 lauf. Lauf, die sollen sich alle schön fertig machen. Oh Gott, sie sind jetzt nur noch zu zweit. Aber das müsste eigentlich reichen, um weiterzukommen, ne? Das ist meiner. Das ist unser Dude, ne? Das war der Alec, einer in Belly. Okay. Er ist der bessere Kämpfer, muss ich sagen. Wow, okay, wir haben ihn besiegt. Krass. Was haben wir bekommen? Spangenhelm. Feathered Spangenhelm. Okay. Wo ist er? Alter, teurer Stoff. Okay. Ciao. So, schmeiß die Pelzkappe weg, die braucht keiner. Ja, die schmeißen wir weg. Brauchbar, brauchbar, brauchbar. Hui.
Okay, wir hauen nochmal ab. Mach die Markierung raus. Und wir laufen mal gleich Richtung Marcap. Du guckst aber einmal hier unten. Wir wollen ja gerne irgendwann nochmal jemanden überfallen oder irgendeine Schlacht machen oder so. One troop have deserted from Rurik's party. Warte mal, der Serandon. Der Serandon, guck mal, der hat Angst. Der Serandon hat Angst, der hat Schiss. Oder hat er doch keinen Schiss? Der hat 31 Kavallerieeinheiten. Wir haben 33. Das ist KI. Online geht das, glaube ich, noch nicht in der Kampagne Turbo Treibsand. Ich glaube, das kannst du online noch nicht in der Kampagne spielen. Epinosa Castle wird gerade belagert, wenn ich das richtig sehe. Dann ist aber auch eine große Armee unterwegs. Wer ist denn da drin? Avlonos Southern Empire. Serandon. Da ist Serandon auf Avlonos. Archon des Imperiums, Anführer von Avlonos, eine adlige Familie. Das ist der Anführer von diesen beiden Schlössern. Okay, passt auf. Ich habe ja gespeichert. Komm, ich will mal wissen, ob wir das packen. Ah, ich glaube nämlich, wir könnten es packen. Der hat nämlich Schiss, der will gar nicht gegen uns kämpfen. Und er hat ein Leopardenfell dabei. Wir sind in der Unterzahl, aber das gewinnen wir doch, oder? Der wird sich doch für überlegen halten und versuchen, uns zu attackieren, oder? Das ist unsere Infanterie. Wir haben nur 14 Infanterieeinheiten. Ha, okay. Ja, willst du? Wollen wir die schon irgendwas anführen lassen? Ich bin dagegen. Wow, 3 Damage. Make a shield wall. Alter.
Alter! Okay. Ein imperialer Bucellarius war das. Warten, bis unsere Truppen näher rangekommen sind. Und dann. Oh, Alter, aber das Spiel sieht halt auch einfach schon sehr geil aus. Ne? Man muss es wirklich sagen. Also, es ist einfach bombastisch cool. Wir wollen ja nicht. So super dicht an seine Infanterie ran. Aber wir haben halt sehr viele berittene Bogenschützen hier, wie ihr ja seht. Und mit denen können wir schon so ein bisschen Verwirrung stiften. Also. Ja. Okay, cool. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Genau, kommt immer mit auf die Flanke. Ich würde mal sagen, wir machen mal so einen Ausfall und. Schauen mal hier. Er muss uns ja jetzt noch nicht so ganz sehen können, ne? Der hat da so eine Art Schildron-Formation gebastelt, ne? Du willst schon schießen. Versuchen es mal hier. Nee, nicht abhauen. Und? Ist natürlich suboptimal, da durch die Bäume durchzuballern, aber wir haben den Vorteil, er müsste, wenn er auf uns zureiten wollen würde, müsste er auch durch die Bäume durch, ne? Und das schafft er nicht so einfach. Beziehungsweise, das gibt uns genügend Zeit, um abzuhauen. Bei denen. Die Köcher sehen noch halbwegs gut gefüllt aus. Wir dünnen seine Kavallerie jetzt mal einfach ein bisschen aus.
Auf die Dauer kann das ja auch nicht gut gehen, ne? Für ihn jetzt. Wir kriegen zwar auch ein bisschen Beschuss ab, aber tatsächlich, weil seine Fernkämpfer weiter wegstehen als unsere, sind wir halbwegs gut geschützt durch dieses Mini-Wellchen da, ne? Lass mal hier ein bisschen rumkommen. Oder umkommen. Schieß den Gäulen in den Hintern. Und den Pferden auch. Feuerrate von denen ist aber echt noch nicht so gut, ne? Aber das ist schon fast, das ist ja schon fast Total War-Style, ne? Wie die KI sich hier da verhält, ne? Also ein bisschen arg definitiv. Gut, die decken sich auch so, ne? Wir sind die Panzer, ne? Genau, Primus One, ja, Total War Style, hier so ein bisschen als Pseudonym für Hirntod. Alter, guck mal, wie viele Pfeile da drin stecken in dem Pferd. Ich hab zuerst gedacht, da kommt ein Mad Eagle angeritten. Der steht echt da im Schildhorn, krass. Ja, komm, komm. Will er hinterherkommen? Komm mal mit. Der wird sich noch schön wundern. Hi. Herzlich willkommen am Ende. Schnell weg hier. Boah. Er läuft auf unsere Linie zu. Oder was? Der hat eben ganz gut unser Hotte Hü geblockt, aber das ist jetzt zum Glück gut gepanzert, ne? Okay, also dann. Die Damen und die Herren. Ich hätte gerne. Dass ihr in etwa so den Hügel nehmt. Schießen da auf uns. Also ich möchte nur ungern hier durch dieses Tal durch, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Ja.
Position hier ist einfach nochmal bei weitem komfortabler als alles andere, was wir eben hatten. Ne? Schießen die schon? Die schießen. Die Frage ist, ob sie was treffen. Dahinter, da ist ja auch direkt ein Baum, ne? So ein, ich glaube eigentlich fast nicht, dass die da was treffen. Nee, eher werden wir getroffen, ne? Okay, lasst uns bitte mal hier den Hügel nehmen. Das ist jetzt natürlich eine recht sensible Situation. Alter, der versucht's einfach, ne? Hat der eine Ballista oder was? Sechs erwischt und drei verwundet bisher. Guck mal, der hat eine Glaive als zwei. Alter, die haben Glaiven als Zweitwaffen. Das ist ja mal teilweise echt geil, ne? Mal die Fältchen mit. Jo, pass auf. Cavalry! Move! Get moving! Stell dich hier auf die Flanke. Soldiers! Move! Könnt ihr mal aufhören, mich hier den Hang runter zu schieben? Danke. Euer Kommandant dankt es euch. Schickchen rüber, bitte. Die laufen jetzt bitte nicht mehr hinterher, das ist mir eben schon ein bisschen auf Keks gegangen. Nice, okay, sehr gut. Soldiers! Move! Let's get moving! Soldiers! Move! Move! Hier, Shield Ball! Also die, die ein Schild haben, ne? Mal wieder raus da. Ja, da, ja. Das wollte ich gerade ja vermeiden.
jetzt extra noch mein Langschwert rausgeholt, aber... So, dann gucken wir mal. Der hat tatsächlich noch eine Einer gekillt, Alter. Das gibt's einfach nicht, ne? Aber nur 16 Mann verloren. Guck mal, gegenüber 100, ne? Also, das ist schon gut. Einer ist abgehauen, krass. 35,2 Influence kriegen wir dadurch. Du bist jetzt mein Gefangener. Nimm sie alle mit. Und ja, wir werden die direkt auch alle aufwerten. Aha. Aha, aha. Jo. Cool. Ja, auch nicht schlecht. Cracked Pilum. Nice, okay, nehmen wir auch mit. Wir gucken mal direkt, während wir das hier schon machen. Ein Gambeson. Du hast aber schon eins, ne? Ja, lass mal kurz gucken. Okay, gut. Na, das ist, du hast dieses super gepanzerte Ding da an. Es ist schwierig. Ich finde, also das könnte man auch dem Medikus anziehen, ne? Zu wem passt die Kettle Shirts besser? Zu wem passt die Kettle Shirts besser? Ja, wir brauchen dringend wieder Inf, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, ja. Ich glaube, wir haben das Beste rausgeholt, dafür, dass wir da echt so schwach aufgestellt waren. Aber, komm, der behält die mal noch, ne? Aber ihr dürft es noch entscheiden, ob der oder der Arzt es anziehen soll. Achso, Schilde, ne? Genau, du hast ein Kite-Shield. Okay, aber wir müssen nochmal gucken. Ah, guck mal, der kann mit einer Armbrust umgehen. Kann mit einer Armbrust umgehen. Das ist Splintered Barbed Arrows und Barbed Arrows ist aber kein. Das ist nichts für eine Armbrust, ne? Quarrels, das ist für eine Armbrust, ne? Der Arzt, ne? Ja, ich finde auch, das passt eigentlich ganz gut. Schnell mal da hoch. Ah, schade. Das ist halt einfach auch eine große Armee. Nee, warte, stopp. Warte, wir wollen doch nochmal hier nach Marcap, ne? Lass uns doch mal nach Marcap gehen. Kriegen wir hier irgendwie Truppen? Nee, das war das Ding, was geplündert wurde, ne? Okay, dann gehen wir nochmal nach Marcap. Die ist halt so schnell wieder dein Renown, ne? Das ist so krass. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz bei unseren Jungs und Mädels.
Ja, wir sollten vielleicht einmal nochmal in die Skills reingucken, die die so haben. Aber die Rüstungen kann ich, glaube ich, auf jeden Fall schon mal so verticken. Genau, gehen wir hier drauf, bitte. So, was kann der so... Ja, ne? Obwohl, warte mal. Damage with axes and maces. Also mit Äxten geht, ne? Okay, und bei dir? Der braucht Wurfwaffen. Der Taros. Ja, du... Ja, okay, alles klar, cool. Okay, dann zeig nochmal ganz kurz. Haben wir Wurfwaffen? Wurfwaffen haben wir keine, ne? Doch, hier. Simple Javelin. Dann geben wir das doch dem Taros. Der Schild hier ist auf jeden Fall besser als der Müll, den du jetzt hast. Geh mal auf Value. Dann gib ihm das hier. Und gib ihm das hier. Und das kannst du verscherbeln. Und das kannst du verscherbeln. Und, okay, lass mal kurz gucken. Alter, komm, nimm die Kataphrakt-Rüstung. Verkaufen wir auch, ne? Okay. Gut, hier ist noch ein Arena-Kampf drin. So, zum Abschluss dieses Parts gibt es nochmal so ein schönes Team-Match am Ende. Alter, ich hab dem jetzt dreimal durch den Kopf gestochen. Cool. Von unserem Team haben alle überlebt. Krass. Hey, Leute, ich bin nicht der Feind. Ihr müsst euch gegenseitig platt machen. Genau, so sieht es nämlich aus. Nein, mach den Rückwärtsgang in dein Pferd rein. Boah, du Penner. Hat sich gelohnt. Also bald dürfen wir mit einer Glaive kämpfen. Wir haben schon so oft jetzt mit Glaiven gekämpft. Ja, gut. Ja, aber nicht. Warte mal, lass mal kurz gucken. 8,4. Ja, viel zu schwer. 7,1. 8,4. Komm, den lass. Leute, den lassen wir so kämpfen. Hm. So,
Sollen wir alle so kämpfen? Mit dem Schal sieht so geil aus. Okay, komm. Also, dann für dich, ne? Alter, der sieht so fett aus mit dem Ding, ne? Auch so ein geiles Outfit. Er hat auch so da oben um den Hals gebunden. Oh Gott. Oh, das ist zu gut, ne? Also könntest du, wenn du so kämpfen würdest, wir könnten einfach so als Schausteller auftreten, ne? Mega, mega. Okay, Leute, also. Ich sag vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für diesen Multi-Raid von Jules, Nexus und Merp. War mega cool. Danke auch nochmal an den... Verdammt, wer hat noch alles gewählt? An den Primus One. So, sorry, ja, Brain AFK. Danke nochmal an den Primus One für den Raid. Der ist doch, glaube ich, sogar noch hier im Chat, ne? Falls nicht. Ja, also mega cool, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das war mega, mega cool. Vielen Dank auch an die ganzen zahllosen Zuschauer. Teilweise ja über 300, ja, an so einem Sonntagabend oder an der Sonntagnacht eigentlich. Mega cool, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns bald wieder. Pax Vobiscum und Valete.